In diesem Video nehmen wir euch mit auf einen Rundgang über die MSC Seashore von MSC Cruises. Wir beginnen ganz oben auf Deck 20, wo ihr die Sports Arena für diverse Ballspiele findet. Zudem befindet sich hier der MSC Yacht Club mit exklusiven Bereichen, die nur Passagieren des Yacht Clubs zugänglich sind. Das Top 19 Exklusiv Solarium mit der Aurea Bar ist gegen Aufpreis für jedermann nutzbar. Von der Horizon Bar aus habt ihr tolle Ausblicke. Die kleinen Gäste können den Adventure Trail erkunden. Kommen wir zu Deck 18, wo direkt unter dem Adventure Trail der Pirates Cove Wasserpark liegt. Hier vergnügen sich die Kids bei Wasserspielen in einer Piratenlandschaft. Die großen Wasserrutschen hingegen begeistern kleine und große Passagiere. Der Long Island Pool ist quasi das Hauptpooldeck mit vielen bequemen Liegemöglichkeiten und Whirlpools. Leckere Cocktails bekommt ihr an der Long Island Bar. Hier findet außerdem zum Auslaufen immer die Sail Away Party statt. Mit dem Panoramaaufzug gelangt ihr von hier bis auf Deck 8 zum Infinity Pool, welchen wir uns später genauer ansehen werden. Passagiere jeden Alters, die Spaß am Spielen haben, kommen in der Hall of Games auf ihre Kosten. Highlight ist hier sicher der Formel 1 Simulator. Im Dorimiland finden Kinder und Teenager eigene Bereiche mit betreuten Angeboten. Das Dorimiland befindet sich im oberen Bereich der Dschungelpool-Lounge, die sich über zwei Decks erstreckt. Ein toller überdachter Bereich mit Bade-, Sitz- und Spielmöglichkeiten. Bei gutem Wetter wird das Dach entsprechend geöffnet. Im Marketplace-Buffet-Restaurant auf Deck 16 könnt ihr so ziemlich den ganzen Tag über und bis spät in die Nacht unterschiedliche Speisen und Snacks genießen. Diese sind bereits im Reisepreis enthalten. Zudem verfügt der Marketplace über einen Außenbereich. Für eine fantastische Aussicht, besonders nach unten, geht es über die Bridge of Sights. Auf der anderen Seite wartet die Skybar mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und leckeren Getränken. Das Deck 8 bietet euch eine Menge Meerblick. Der Waterfront Boardwalk lockt mit vielen tollen Außenplätzen, auch von Bars und Aufpreisrestaurants. Sogar Whirlpools gibt es hier. Mit der Infinity Bridge findet ihr eine weitere Glasbodenbrücke. Und
Unser persönlicher Lieblingsplatz war der Bereich am Heck mit dem Infinity Pool. Tolle Liegeplätze und Aussichten erwarten euch hier. Natürlich gibt es auch eine Bar. Gegen Aufpreis könnt ihr hier zudem leckeres italienisches Eis genießen. Auf demselben Deck lassen sich die Kalorien im hochmodernen Fitnessstudio wieder abtrainieren. Auch das großzügige Eurea Spa ist in diesem Bereich untergebracht. Ferner findet ihr diverse Aufpreisrestaurants auf Deck 8. Wir starten mit dem Steakhouse Butcher's Cut. Wer lieber Sushi bevorzugt, der sucht die Sushi-Bar auf. Essen mit Eventcharakter bekommt ihr im Keito Teppanyaki. Für Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten geht es ins Ocean Key Restaurant. Im Ola Taco und Cantina locken mexikanische Spezialitäten. Das beeindruckende Atrium ist quasi das Herzstück des Schiffsinneren. Der absolute Hingucker sind hier die funkelnden Swarovski-Treppen. Abends finden dort Partys wie die White Night statt, es gibt Live-Musik und auch der Captain hält hier seine Begrüßungsrede. Rund um das Atrium verteilen sich von Deck 8 bis Deck 5 diverse Bars. Das Besondere? Rundherum eröffnen euch große Fensterfronten immer den Blick aufs Meer oder auf euren Hafen. Natürlich habt ihr auch diverse Shoppingmöglichkeiten in toller Atmosphäre. Im Madison Theater finden jeden Abend Shows statt. Tagsüber wird es auch für verschiedene Events genutzt. Gewinnchancen bieten sich im großzügigen Casino. Das Fifth Avenue ist eines von mehreren inkludierten Bedienrestaurants. Hier hatten wir unseren festen Tisch für die ganze Reise.
Wer auf Süße steht, der sollte unbedingt die Venti Chocolate Bar auf Deck 6 besuchen. Gegen Aufpreis gibt es hier feinste Schokolade und Pralinen. Außerdem könnt ihr auf diesem Deck Ausflüge buchen. Für die Buchung einer nächsten Kreuzfahrt geht es auf Deck 5. Auch die Rezeption und den Photoshop findet ihr hier. Und ihr könnt euch über die Nachhaltigkeitsinitiative MSC Foundation informieren. Unser Fazit: Die MSC Seashore ist ein wunderschönes Schiff mit vielen herrlichen Außenplätzen und reichlich Blick aufs Meer. Trotz der großen Größe findet sich auch immer ein ruhiges Plätzchen an Bord, um den Urlaub zu genießen.